Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. Wir schleichen hier immer noch. Also, das ist jetzt gerade wirklich, das wollte ich beim letzten Mal noch sagen, aber dann war die Folge schon so lange. Das ist jetzt die dritte Arena, in die wir hier springen. Von einer Arena in die nächste. Überall 100 Leute und Hunde. Schon langsam reicht's wieder mit Arenen und Hunden. Ich hoffe, das ist jetzt die letzte hier. Da kommt noch ein Auto. Natürlich kommt noch ein Auto. Warum auch nicht? Es sind ja nur ungefähr... Es ist ja nur eine ganze Armee hier. Also was soll's? Der Hund hat mich erschnüffelt. Da muss was sein. Sorry, Hündchen. Sorry, Frauchen. Sorry, ihr alle. Hey, Brechstange. Ja. Yeah. So, könnt ihr jetzt mal aufhören, hier Hunde, bitte, oder, mitzubringen? Ich finde das einfach nicht nett von denen. Okay, kann ich was machen? Ich kann gerade überhaupt nichts craften, das heißt, ich kann kein Papier mitnehmen. Schade. Ist hier noch irgendjemand irgendwo? Siehst du was? Ach, come on. Was wollen diese scheiß Eindringlinge? Schnappen wir uns einen und finden's raus. Scheiß drauf. Risiko ein. Was ist das? Hast du eine Spur? Oh oh. Nicht gut. Das ist sie! Oh, hier drüben! Ach, verdammte Scheiße! Ah, verdammt nochmal! Ah, Gott, das war gar nicht so unknapp gerade. Die haben mich gerade in eine schwierige Situation gebracht. Hammer Time. Biu, 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 biu. Biu, 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 biu. Falsches Lied. Biu, 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 biu. Biu, biu. Hier waren wir schon. Eher, wahrscheinlich reden die jetzt von Tommy. Ach, das ist, ja, ja, weiß ich nicht. Oh. Scheiße! Okay, alles gut. Hund, du bist, dir geht's gut. Du hast einen kleinen Snack. Alles in Ordnung soweit. Räuchert sie aus! Los, los, los! Oh shit, ey. Oh Gott, shit. Kommt schon! Boah! Crazy! Was ist denn hier los? Jetzt kommen die Dark Souls Nahkampf. Oh
Okay. Dann räuchert mich aus, wenn ihr meint. Selber schuld. Shit. So daneben geschossen. Ich komme nicht mehr aus der Ecke raus. Ach, ich bin so blöd. Wisst ihr was? Ich dachte, ich habe die Schrotflinte. Das war das Problem. Ich hätte gern die Schrotflinte hier. Okay, Waffen wechseln, ganz schnell. Ich habe am Anfang ein bisschen Zeit, bevor die kommen. Ich könnte auch eine Mine legen, das ist eine gute Idee. Legen wir eine Mine. Räuchern Sie aus! Ja, da ist los! Mach sie alle! Ah, come on! Okay. Man könnte in dem Spiel eigentlich auch sehr cool nahkämpfen. Ich habe da Videos gesehen, wenn man da richtig ausweicht und Kombos macht, ist das echt super schön gemacht in dem Spiel. Aber ich nicht. Ich bin nicht schön gemacht in dem Spiel. Ich bin unverschämterweise gar nicht in dem Spiel. Nicht mal unschön. Dabei habe ich doch neulich erst wieder auf Twitter angetweetet, alle Spieleentwickler, at everyone. Hey, baut mich doch mal gefälligst in alle eure Spiele ein. Gezeichnet, that's good Bird Rider Dude. Und die haben gesagt, block. Du bist geblockt hiermit. Und ich habe das als ja aufgefasst. Hier ist ein Eindringling! Tja. Aber die haben ihr Versprechen wieder nicht gehalten. Typisch. Oh, jetzt springe ich in die nächste Arena. Oder hey, jetzt reicht's mir mit Arenen hier, wirklich. Das ist jetzt wirklich eine endgültig zu viel. Aber ich sehe gar keine Schatten. Ah doch. Ist das jetzt gescriptet? Ich glaube, das war gerade die Synchronstimme von der Antagonistin anfänglich aus Kill la Kill. In der deutschen Synchro. Cooler Anime. Muss sich durchaus gefallen lassen, dass viele sich über die Outfits lustig machen oder die... Aber grundsätzlich ein saucooler Anime. Was zur Hölle machst du hier? Dachtest du etwa, ich lass dich hängen? Was macht ihr wirklich hier? Jesse. Wie? Wo ist Dina? In Sicherheit. Wie kommt ihr überhaupt hierher und... Sie ist nur krank. Das ist schon komisch. Nichts Schlimmes. Verteilen! Sie ist da lang! Scheiße, das sind echt viele. Hey, bist du stark verletzt? Wird schon wieder. Deine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist. Reg dich später auf. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Ja. Okay. Siehst du den Truck? Das ist dein Plan? Wir müssen hier wegkommen. Okay. Bereit? Ja. Hey, bitte sei vorsichtig. Okay, wonach suchen wir überhaupt? Eindringling, da bewegt sich was. Schauen wir nach. Los, ich gebe dir Deckung. Ah, ungünstig. Angegriffen! Das kam von da drüben!
tot! Rechts von dir! Oh, wow. Okay, ich glaube, das war's. Wisst ihr was? Wartet mal kurz. Wenn es hier ein gratis Medkit gibt, dann nehmen wir das mit. Wie lange? Ich muss mal darauf achten, wie lange die Bandagen eigentlich am Arm bleiben. Ob die mit der Zeit verschwinden oder ob man einfach Bandagen über Bandagen bindet. Oder sind das irgendwie so... Ich meine, das spielt in der Zukunft. Ich meine, die Welt ist in der Vergangenheit untergegangen. Deswegen macht es keinen Sinn, was ich gleich sage. Aber vielleicht haben die so... Wundkleber-Mikro-Fusion-Super-Bandagen, die einfach mit der Haut fusionieren. Die bindet man über Wunden und dann so... werden die zu frischer Haut. Und alle sind glücklich. Könnte sein. Vor allem der Part mit alle sind glücklich. Könnte ich mir gut vorstellen. Wäre schade, wenn alle traurig wären. Ja, hey, ich glaube, wir können jetzt das Auto klauen. Okay. Jetzt geht schon gar nicht. Ich kann mehr. Ich treff nix. Wo hat denn Ellie jetzt eigentlich noch ihre Munition her? Und noch dazu Zaubermunition, die wird nicht leer. Ach so, doch, okay. Das war riskant. Oh mein Gott. Brutal. Na super. Das war eine kurze Fahrt. Jetzt lass deine Wut nicht an der Scheibe aus. Die kann auch nichts dafür. Okay. Ellie, auf deiner Seite ist keine Tür mehr. Du könntest auch... Ach so, da war oben, unten. Naja, okay. Egal. Tja, das war Action. Glaube ich, nennt man das. Okay. Oder Romantik? Ich verwechsel die Genre immer. Ich glaube, wir sind sicher. Hier, komm. Eine Science-Fiction-Komödie, das war's. Hier lang. Okay. Seattle. Komischerweise, wenn ich Seattle sage, so komisch, muss ich immer an Turtles in Time denken. Wobei die da Big Apple sagen und nicht Seattle. Big Apple, 3 AM. Ist am Anfang von einem Level. Naja, ich halte jetzt die Klappe. Schauen wir uns lieber die Cutscene an, bevor ich hier von Turtles in Time rede. War aber ein super 2D Side-Brawler. Super. Auch super schwer. Oh mein Gott. Jesse.
Hey, Dina. Oh. Hey. Hey, alles okay? Ich brauche nur eine Portion Schlaf. Wir sollten reingehen. Ja, okay, komm. Jesse bräuchte James. Dann wären die unbesiegbar. So schnell wie das Licht. Gibt lieber auf und bekämpft uns nicht. Genau, stimmt, warte mal ganz kurz. Dann bin ich still. Dann halte ich die Klappe und wir können in Ruhe die Cutscene gucken. Aber das wollte ich vorher schon sagen. Wie kommt es eigentlich, dass jeder einzelne Charakter aus unserem Dorf, aus unserer Heimatstadt, ein unglaublicher Super-Stealth-Elite-Krieger ist, der es mit Hunderten von Leuten aufnehmen kann? Weil Jesse anscheinend sich ja auch schon ziemlich durchgekämpft hat durch die ganzen Armeen hier von Wolves. Und die Wolves, die Krieg geführt haben gegen eine Militärfraktion und so weiter und wahrscheinlich jetzt auch im Besitz von Militärwaffen sind und Kampfhunde haben und was weiß ich was alles, sind totale Trottel. Wie kann das sein? Okay, jetzt bin ich still und wir schauen uns in Ruhe die Cutscene an. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Und du bist krank? Oh, nur ein bisschen Bauchweh. Komm, setz dich doch. Hm? Nein, nein, nein. Ach, das musst du nicht machen. Sei still. Bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir. Aber an der Grenze zu Oregon gab es viel Schnee. Ich war die letzten zwei Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs. Ach ja. Du alter Angeber. Oh, Drama. Eifersucht. Ich würde nicht wollen, dass Ellie wütend auf mich ist. Ich habe das Gefühl, das endet nicht gut. Hä? Hörst du mir zu? Ja, alles gut. Okay. Also, diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. Da sind Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll. Habt ihr gesehen, wie beim ersten Schuss Ellie kurz gezuckt hat? So nice Details, ey. Ich bin so verliebt in die Details in diesem Spiel. Bist du sicher? Bin heute großzügig. Siehst du das Schild da? Das rote? Versuch es zu treffen. Gut, um sie aus ihren Löchern zu locken. Du musst höher zielen. Gib der Kugel Spielraum zu... Mein Gott, die fällt aber tief, oder? Guck mal, wer da kommt. Geräusche locken sie an. Wir sind auf Patrouille. Lass sie uns erledigen. Na bitte. Ich sehe noch. Ups. Shit. Denk dran, den Fall der Kugel auszugleichen. Ja, ich versuch's, aber die bewegen sich so. Guck mal, wie die rumblatzeln hier. Wie sollen wir denn die treffen? Okay, ich lass mir Zeit. Erwischt. Ich mag das Teil. Fall der Kugel ausgleichen. Atmen und... tot. Das waren alle. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Puh. Nee. Okay. Ich habe meine Lektion in Akte X gelernt. Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Schau dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Ja, totes Tier. Sieh hoch, dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch da satt. Sie haben wohl Hunger. Du hast Talent. Ich bin beeindruckt. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche.
Habt ihr den Blick von Ellie gerade gesehen, wie sie in die Kamera geguckt hat? Das war weird. Voll die vierte Wand gebrochen. Sie hat so geguckt, als würde sie sagen, okay, Boomer. Was bei den Gondeln... Ah ja, ich sehe es. Oh, da muss ich wahrscheinlich sehr hoch zielen, oder? Was dachtest du denn? Ah, das war ein bisschen zu hoch. Noch ein paar mehr. Ha! Dass das noch trifft, hätte ich nicht gedacht. Ja. Was? Das war aber jetzt nett vom Spiel. Ich habe voll daneben geschossen. Danke, Spiel. Sehr freundlich von dir. Siehst du noch einen? Timmy? Tommy? Jimmy? Chammy? Benny? Ich sehe keinen mehr. Außer den da. Aber der ist unsichtbar. Den kann man gar nicht sehen. Guck, und jetzt ist er tot. Warte, bis ich Joel davon erzähle. Ich sehe keine mehr. Ja, ich auch nicht. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Na? Her damit. Hey, danke. Genau, was ich brauchte. Klar. Habe ich nicht das Gleiche? Brauche ich nicht einfach nur ein Visier oder so? Dann könnte ich doch auch so cool schießen. Ich soll eigentlich nichts sagen. Aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Okay. Ich versuch's. Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Oh. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Nett, oder? Die Dialoge so. Willst du wirklich nicht mit? Geh schon los. Kann ich... Erwartet. Kann ich mir dein Gewehr ausleihen? Ich frag dich nochmal höflich. Kann ich mir dein Gewehr ausleihen? Guck mal, sie hält die Waffe so ein bisschen nach unten. Sie zielt nicht wirklich auf ihn. Ah, nice. Guck mal, sie zielt jetzt wirklich und jetzt nimmt sie die Waffe runter. Ist das nice. Ich will nur sicher gehen, dass ich alles habe. Okay. So, jetzt machen wir aber kurz Schluss für heute. Und morgen geht's dann genau hier an der Stelle weiter. Macht's gut, bis dann, tschüssi. Ha, schnellste Abmoderation ever.